Heute möchte ich mit euch ein neues Produkt testen. Und zwar habe ich auf Facebook die Werbung für die neue Maske gesehen. Es handelt sich dabei um eine von diesen gehypten schwarzen Masken für unreine Haut, die die Mitesser ganz toll aus dem Gesicht ziehen sollen. Die Meinungen gehen bei diesen Masken ja ganz weit auseinander. Viele sind hellauf begeistert, bei anderen wirkt es anscheinend überhaupt nicht. Ich habe Mitesser um die Nase herum, die ich auch, obwohl ich jetzt fast 30 bin, immer noch nicht so ganz wegbekomme und bin sehr gespannt, wie diese Masken wirken. Was ich ganz schön finde, ist, dass die Maske zwei Abschnitte hat, das heißt, man kann sie auch öfter verwenden. Beschrieben wird die Maske mit: die Formel sorgt dafür, dass beim Abziehen der getrockneten Maske abgestorbene Hautschüppchen, Hautverschmutzungen und Talgabsonderungen entfernt werden. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Hautbild geklärt und gereinigt und beugt somit der Entstehung von neuen Pickeln und Hautunreiten vor. Hört sich ganz gut an. Anwendung wird so beschrieben: ungeöffnete Sache vor dem Gebrauch durchkneten, die Maske nach der Gesichtsreinigung ca. 2 mm dünn und gleichmäßig im Gesicht auftragen, Augen- und Mundpartie dabei aussparen. Beim Auftragen einer größeren Menge kann sich die Trocknungszeit verlängern. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, dann die getrocknete Maske von den Seiten her zur Mitte hin abziehen. Eventuelle Reste mit lauwarmem Wasser abspülen und das Gesicht mit einem weichen Kosmetiktuch abtrocknen. Bei Bedarf dreimal wöchentlich anwenden. Packung reicht für 2 Anwendungen. Okay, dann werden wir das jetzt mal so machen. Ich werde hier, erstmal werde ich das Ganze jetzt trennen. Okay, oder auch nicht. Ja, ich werde das Ganze hier oben jetzt mal durchkneten. Und dann bin ich wirklich gespannt, ob das so eine schwarze Maske ist, die sich wirklich auch in einem abziehen lässt. So. Schere. So, jetzt habe ich die Packung auch aufbekommen. So eine Produktvorstellung mit einer Maske zu machen, ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn man sich nicht in der Kamera zeigen möchte. Ganz lustig finde ich, dass jetzt hier als erstes so eine Blase rauskommt. Aber man sieht schon, das ist wirklich komplett schwarz, was da rauskommt. Und das werde ich mir jetzt ins Gesicht schmieren und euch dann zeigen, wie das Ganze aussieht. Als erstes möchte ich euch natürlich zeigen, wie meine Nase vor der Behandlung aussah. Man sieht die Mitesser um die Nase herum. Und so sieht das Ganze aus, wo die Maske aufgetragen war. Es war jetzt nicht ganz so gleichmäßig, aber doch dick genug, um die Maske dann auch in einem abziehen zu können. Ich habe die Maske jetzt ungefähr 15 bis 17 Minuten einwirken lassen. Man konnte sie auch ganz toll an einem Stück abziehen. Hätte ich beim Auftragen eigentlich nicht gedacht. Gerade hier an den Enden hat die sich dann wirklich schön auch von der Haut nehmen lassen und man konnte sie ganz toll abziehen. Ich habe die Maske erstaunlicherweise auch sehr gut vertragen. Es hat nichts gebrannt, es hat nicht irgendwie gejuckt, meine Haut ist nicht warm geworden, was ich ansonsten bei so günstigen Masken sehr oft habe. Und es ist auch tatsächlich was mit rausgekommen. Ich erwarte natürlich jetzt von so einer Maske nicht, dass sie bei einer Anwendung gleich alle Unreinheiten und Mitesser entfernt. Das ist, glaube ich, schon sehr unrealistisch. Ich hoffe, ihr könnt es vielleicht so ein bisschen sehen. Diese weißen Punkte hier, das sind wirklich Hautschuppen oder auch Mitesser und Talgablagerungen. Hat mir gut gefallen und für 75 Cent, was diese Maske kostet, ist das wirklich ein Produkt, was ich gerne noch weiter testen würde. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auch so ein bisschen Unreinheiten habt wie ich und da was dagegen machen wollt, probiert die Maske ruhig mal aus. Ich blende euch jetzt noch ein Vorher-Nachher-Bild ein und freue mich auf das nächste Video. Das ist auch schon vorbereitet und da geht es um eine Produktvorstellung von Nahrungsergänzungsmitteln. Bis dann, tschüss!